Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Minecraft. Ja, der Tempel der Elemente soll es ja werden. Und diesmal wird das Ganze ein bisschen größer, als ich für gewöhnlich die Teile mache, da ich ja alles alleine farme, alleine baue. Ja, den Ort habe ich schon mal geebnet, wie man sieht. Wir sind übrigens... Hier ist die lange Mauer-Dingi. Da vorne, da müsste es irgendwo sein, ist der... Da ist der Eingang zur U-Bahn-Station. Burg ist gerade außer Reichweite. Also, echt nah hier neben. Geht's hier rum. Im letzten Video seht ihr ungefähr, wie es vorher aussah. Ein bisschen hügeliger, sehr viel mehr Bäume. Ist ja mitten in einem Wald. Ja, habe ich auf jeden Fall schon mal abgesteckt, geebnet. Ist jetzt 45 mal 45 groß. Wird riesig. Ich habe schon eine grobe Vorstellung, wie das Teil aussehen. Also die Grundform. Die Innenausstattung bin ich mir noch nicht sicher, aber ich wollte es groß genug machen, damit ich Es wird Nacht. Nehme ich die dafür. Ja, Türen kann ich mir nicht leisten. Damit ich da freie Wahl habe, was die Innenausstattung angeht, kann ich ja schon mal grob sagen, wie ich es will. Es wird aus allen vier Richtungen jeweils mit einer Fünfertreppe zu erreichen sein. Wird drei hochgehen. Die einzelnen Räume werden dann 15 mal 15 zurzeit eingeplant. Gut. 1, 2, 3. Bis wie viel muss ich zählen? 4, oder? So sind 5 Fackeln auf jeder Seite. 3, 5. Ja, hier ist die Mitte. Da fange ich dann auch direkt mal an. Ja, ich werde natürlich nichts. Ach ja, es sind 5 Zwischenleben. Rechenfehler. Ich hatte irgendwie 5 dazwischen gedacht, aber 45 mal 45 wird es breit bleiben. Das hier mache ich jetzt halt um 1 breiter. Eine 7er Treppe kommt auf die Größe eh besser hin. 6er Treppe. 6er Treppe. Und ja, genau, die Mitte ist ja immer noch da, damit bleibt für die Räume vielleicht nur 14 mal 14 oder so. Ist ja auch riesig. Gut, das war auch nur ein erster Einspieler, wie es zu Anfang aussah. Den Grundstein habt ihr jetzt gesehen und man sieht sich. Ah ne, das werde ich sowieso zusammencutten. Ja, bis gleich, wenn es etwas schöner aussieht. So, ein paar Minuten weiter. Ich war fleißig, habe mir noch jede Menge Kobbel besorgt von zu Hause. Leider ist die Truhe geht langsam zur Neige. Ich werde noch einiges farmen müssen. Ja, ich habe damit angefangen, die Hauptwege schon mal zu bauen. Ja, hier. So soll es halt von allen vier Richtungen aussehen mit den Treppen. Das Ganze wird alles hier noch voll gemacht. Ja, dann gibt es hier so einen Laufsteg rum und was weiß ich, irgendwo. Vielleicht hier wird dann... ich glaube so die Grenzen gezogen. Das sieht, glaube ich, ganz okay aus. Nun gut, aber erster Schritt ist sowieso... Erster Schritt ist sowieso, hier die Außenmauer machen, das ganze Podest machen. Und dann kann man überlegen, wie man die Mauern genau da hoch drauf zieht. Ja, ich denke mal, es sieht schon, in welche Richtung es geht. Hier in der Mitte kommt dann vielleicht noch irgendwie eine schöne Skulptur hin. Ich hatte überlegt, obendrauf dann eine Kuppel in der Mitte zu setzen. Ja, von der Mitte aus kann man jeweils
schätze ich mal, hier so schräg mehr oder weniger einen offenen Eingang in die vier Bereiche machen. Und ja, für jeden Bereich habe ich mehr als genug Platz zum Gestalten, würde ich mal sagen, wenn ich mir das hier alles angucke. Ja, das hier kommt eher hin mit dieser Beschränkung. Aber ich denke mal, das wird und ja, man sieht sich, wenn es etwas weiter fortgeschritten ist. So, da bin ich wieder. Wie man sieht, ist das ein ganzes Stück weiter. Der Sockel ist soweit fertig. Das ist übrigens alles, was ich an Kobbeln noch habe. Also die ganze Truhe ist zu Hause in der Burg leer damit. Hab schon ganz gut was verbraucht. Ich muss jetzt noch die Treppen überall setzen. Aber an sich, es sieht schon lustig aus mit dem einen Block da und generell nette Gegend hier. Ja, generell ist der Sockel dann erst. Ist da jetzt doch was drin gespawnt? Wie zur Hölle? Wo hat das. Nur wegen diesen kleinen Ecken ist da der Light Level. Ach. Das ist der Grund. Ups. Ja, gut. Hier fehlt eine Fackel. Es ist ja noch hohl, dementsprechend Fackeln, damit nichts spawnt. Es sollte eigentlich dieses hier nicht ausreichen für allerhöchstens. Wo das ist das gleiche hier. Ah ne, da fehlt wieder eine. So. Und so. Gut. Das waren jetzt hoffentlich wirklich alle. Ja, hier sollte eigentlich nichts spawnen können. Diese Flecken sind eigentlich nicht, meines Wissens nach nicht, und Gefühl nach nicht groß genug oder dunkel genug, damit da irgendwas Böses spawnt. Ob Kühe spawnen, muss ich mal abwarten. Zur Not fülle ich das mit Erde auf. Habe ich hier genug von. Hatte ich nur irgendwie gerade noch keine Lust, darum erstmal die Fackelmethode. Gut. Das Gerüst. So lange, große, gleiche Flächen sind immer so hypnotisch, aber es macht sich. Depp, 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 depp. Und depp, depp. Damit fehlt noch eins. Oder ein Eingang. Dem, dem, dem. Shit, ich hasse es, Treppen falsch zu setzen. A, man bekommt keine Treppe raus. B, es dauert so lange, sie platt zu machen. Ich bin gerade nicht mal sicher, ob es dadurch überhaupt schneller geht. Ja, schon. Gut. Damit ist der Sockel fertig. Ja, wie gesagt. Die ersten paar. Eins auf jeden Fall hoch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es so die Wand sein wird. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob hier oder hier rein. Da muss ich mal überlegen. Es könnte ich natürlich drei von der Treppe gehen weg. Und hier würden es vier. Das wird für eins nach drinnen sprechen. Dann wäre es nämlich wieder genau symmetrisch. Also ein Rechteck. Wenn ich das so mache. Ja, alternativ wäre natürlich das hier eins nach vorne, aber dann ist das hier so auf Kante. Nö. So werden die Mauern hier gezogen. Ich habe mich entschieden. Und ihr wart dabei. Live und ungekürzt. Ja, du kommst da weg.
das Tier rein. Ist das natürlich sehr offen. Hier dieser Mittelgang. Da mache ich vielleicht eine Säulenreihe hin oder irgendwas, damit das ein bisschen schöner aussieht. Aber grundsätzlich ist ja ein bisschen Offenheit für so einen Tempel gar nicht schlecht. Ich will auf jeden Fall hier draußen das so machen. Dann bekommen hier alle paar, was weiß ich, Stützpfeiler hin. Ist zumindest so geplant. Und halt, was weiß ich, so sechs hohe Säulen. Ihr wisst, was gemeint ist, die das Dach mehr oder weniger tragen. Tempel ist nur eine hoch. Darauf kommt dann so pyramidenartig, was glaube ich Richtung Mitte läuft. Und dann will ich ja in der Mitte eine Kuppel, die etwas höher darauf emporragt, machen. Ich trenne mal kurz ein so ein Teil hier ab. Bis hier. Nein, eins weiter. Da. Hier ist der Eckstein. Nein! Ach, die sollte ich hier unbedingt wegtun. Es geht nicht gut. Es geht nicht gut. Ob ich das hier in der Mitte so lasse oder ob ich nicht lieber hier so schräg abmache, auch wegen der Kuppel, damit und ich da mehr Platz habe, das werde ich dann sehen. Das hier noch. Ups, das war zu weit. Gut. So, wenn man das Ganze so ein bisschen abzieht, bleibt nicht mehr allzu viel übrig, oder? So, mal kurz den Test. 3, 9. Oh, shit. Mal kurz noch was aus der Richtung. Auch das dritte. Das. Gut. Und jetzt sollte das hier genauso aussehen. Da. Eins freilassen. Dritte. Passt auf jeden Fall schon mal. Das sind also 3, 6, 8, 11, 11, 13 Innenraum. Nun gut, 13 Innenraum ist weniger als die 15, die ich ursprünglich gedacht habe, aber ich habe es ja jetzt noch einmal nach innen geschoben jeweils. Ich wollte eigentlich ja 14 mal 14, aber ich glaube, das sähe hier mit dem Gang an dieser Stelle nicht so schön aus. Auf jeden Fall ist das doch schon mal gar nicht schlecht, was ich da an Platz habe. Immer wieder schlafen. Ist da schon was gespawnt? Ja, obendrauf mit dem Spawn, da kümmere ich mich nachher drum mit den Fackeln. Ah ne, das war nur der Block, der da stand. Gut. Das kann ich ja jetzt noch so ein bisschen schon mal setzen. Mir vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob das wirklich so ausreicht an Platz. Aber normalerweise, es soll ja auch nur dem gewidmet sein und nicht Ewigkeiten drin beinhalten. Ich weiß ja noch nicht mal, was rein soll. Und wenn ich dann. Ich weiß nicht, ob das hier zu eng machen wird von der Säulenreihe. Sonst kann ich hier auch sowas machen. Das könnte es aber schon wieder zu eng machen. Das werde ich dann sehen, damit dieses Gang nicht ganz so offen ist. Alternativ. Ja, man könnte den Boden teilweise austauschen. Passend zu den Elementen, also Feuer, Glas, Glas für Wind oder Luft übrigens, Erde und Wasser so im Boden irgendwie einlassen oder eine Säule daraus aus Wasser so machen. Das muss ich mal gucken. Ich habe da noch einige Ideen. Es soll halbwegs schon in den Räumen bleiben. Und vor allem, weil, wenn überall nur Lava rum ist, wird das so ein bisschen das Aussehen vernichten von diesem. Von außen wird es ja doch halbwegs klassisch aussehen. Vier. Jo.
Gut, zweiter Raum. Noch nicht ganz zweiter Raum. Ja, das war es auch erstmal für diese Folge. Ja, diesmal mache ich gleich wirklich den Cut. Lad das so hoch. Ist so nah dran. Ja, genau. Vier würden gehen im Raum so verloren. Habe ich dein Skelett drunter gehört? Ja. Gott. Das nervt mich gerade. Und wie hat das mich nicht getroffen? Jetzt setze ich randommäßig in alle dunklen Flecken was rein. Also jeweils hier zwischen. Wehe, das reicht immer noch nicht. So, wo ist jetzt mein Eingang? Da hinten sehe ich's. Ja, ich verschwinde etwas Kobbel, aber keine Lust gerade zu einer Wand zu rennen. Wobei, so wie ich rumgeirrt bin, wäre das vermutlich schneller gegangen. Nun gut, ja, das ist jetzt gerade langweilige Steine setzen wieder nur. Mit gelegentlichen Zombie-Überfällen und Skelettüberfällen und hoffentlich keine Creeper-Überfällen. Ist Zuckerrohr. In jedem Fall. Falls euch was einfällt, was man hier besser machen kann, ich hoffe, ich lade es schnell hoch und ich hoffe, ihr antwortet dann schnell und ich hoffe, ich arbeite halt nicht zu schnell, weil sonst kommt es eh zu spät. Für die Innenausstattung, da könnt ihr ruhig euch was überlegen. Wie gesagt, ich habe schon einige Ideen. Ist nicht ganz so, natürlich komplett planlos gerade das machen. Aber, oh. Zu weit, zu weit, zu weit. Inspirationen sind immer gerne gesehen. Weil vieles auch während des Bauens kommt bei mir. Gut, das sind die vier. Sie sollten alle gleich groß sein, alle komplett quadratisch. Hier habe ich doch jetzt einen schönen, ziemlich offenen Platz. Ah, es gefällt mir eigentlich. Ich das noch mit Säulen oder so verenge, reicht das eh. Außenrum Säulen, dann sieht's. Das wirkt, glaube ich. Ich glaube, das wird. Nun gut, wie viel Kobbel habe ich noch? Ach, so ein bisschen habe ich sogar noch. Damit kann ich ja richtig arbeiten. In jedem Fall, das war's erstmal wieder für diese Folge. Danke fürs Zusehen und macht's gut.